Guten Morgen. Ich möchte heute kurz mit euch über das Thema kreative Pause sprechen. Also nächste Woche nehme ich mir eine kreative Pause. Ich gehe gerade hier spazieren. Ich habe nämlich heute noch den zweiten Tag von meiner Astro-Ausbildung, Astro 13, meine 13. Ausbildungsgruppe. Wir hatten gestern schon einen total schönen Tag. Heute ist der zweite Tag des Wochenendes, kurz vor den Zwischenprüfungen, die dann im November stattfinden. Ja, eine kreative Pause, was ist das? Das ist eine Pause, wo man innehält und sich einfach mal eine Woche Urlaub für sich selbst nimmt. Das kann ich, weil ich selbstständig bin. Ich habe das große Glück, meine Zeit selbst einteilen zu können. Und warum mache ich das? Erstens mal, um einfach mal eine Woche wirklich für mich selbst Zeit zu haben. Zweitens, um in mich zu gehen, Rückschau zu halten und Vorschau zu halten. Wo stehe ich? Was steht als nächstes an? Es sind so einige Dinge in mir hochgekommen, wo ich Lust drauf habe, mich damit zu beschäftigen. Und um das zu tun, brauche ich Zeit. Im normalen Arbeitsalltag komme ich viel zu wenig zu mir. Also die Zeit reicht gerade, um mich vorzubereiten, nachzubereiten, mit meinen Klienten zu arbeiten, Astrologieberatungen abzuhalten und daneben meinen Haushalt zu machen, zwei Katzen zu versorgen, einzukaufen und so weiter. Also da ist keine wirkliche Zeit. Zeit für mich bedeutet für mich wirklich Spaziergänge zu machen mit keiner Zeitbeschränkung. Das heißt, Open heißt offen, nach hinten, nach vorn. Dann mich hinzusetzen danach, vielleicht einen Kaffee oder einen Tee zu trinken und aufzuschreiben, welche Gedanken mich beschäftigt haben. Pläne zu machen, wie ich das umsetzen könnte. Man kann ja nicht planen viel zu dieser Corona-Zeit. Man muss irgendwie schauen, dass man kurze Planungen macht. Und ich freue mich sehr darauf. Ich treffe auch ein paar Menschen in der Zeit, habe auch private Kontakte, fahre auch mal nach Bochum, Freundin besuchen, fahre morgen wahrscheinlich in die Stadt Köln, um eine Freundin zu besuchen. Gespräche mit Freunden sind auch äußerst kreativ und hilfreich, um sich selbst wieder einzuordnen. Ja, so mache ich das. Kennt ihr sowas auch, dass ihr euch die Zeit für euch selbst nehmt? Wie macht ihr das? Wie viel Zeit hast du überhaupt für dich selbst? Wann reflektierst du? Und bist du dir das wert? Also mir ist das sehr viel wert, das so zu tun. Ja, liebe Grüße an euch alle. Ich freue mich jetzt gleich auf den Unterricht und wünsche euch einen schönen Sonntag. Tschüss!